Die revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin fing dieses Jahr um 17 Uhr am Hermannplatz an. Die Demonstration, die sich gegen die kapitalistische Krise, den staatlichen Rassismus und die Pandemiepolitik der Regierung richtete, war von einem migrantischen Bündnis aus Migrantifa und weiteren Initiativen organisiert. Insgesamt haben sich mehr als 25.000 Menschen an der Demonstration beteiligt. Ich bin heute hier, damit die Pandemie und die Krise, die die Kapitalistinnen durch ihre Politik verschuldet haben, nicht auf unseren Schultern abgeladen wird. Die Pandemie zeigt, dass unser Gesundheitssystem für Profite organisiert ist und nicht für Menschen. Lasst uns die Kämpfe zusammenführen, für deutsche Wohneigenen, für einen Gesundheitssektor, der vergesellschaftet ist. Kurz vor 20 Uhr eskalierte schließlich die Situation. Die Polizei hörte die Baustelle am Rathaus Neukölln zuerst die Demospitze von Migrantifa Berlin und danach mehrere weitere Blöcke angegriffen. Das Nichttragen einer Mundschutzbedeckung verstoßen sie gegen die Infektionsschutzverordnung. Bei Nichtbeachtung begeben sie sich in den Bereich polizeilicher Maßnahmen. Dies war die erste Durchsage, die Zeit 20.12 Uhr. Durch das mehrmalige Kesseln und Verdichtung der Masse hat die Polizei versucht, dass die Abstände nicht mehr eingehalten werden konnte. In wenigen Minuten wurde die Demonstration für aufgelöst erklärt und die Polizei hat angefangen, grundlos und brutal in die Masse zu schlagen. Dutzende Menschen wurden verletzt, in den Gesicht geschlagen, verprügelt, an den Zäunen geschubst sowie auf den Boden geschlagen. Viele mussten danach ins Krankenhaus gehen. Insgesamt wurden 440 Menschen festgenommen, mit der sich weitere Demonstrierenden mit einer Kundgebung am selben Abend vor der Gefangenenstelle solidarisierten. Um 20.08 Uhr von der Polizei, von der Versammlung ausgeschlossen. Entfernen Sie sich einzeln. Die haben die angegriffen. Die politische Verantwortung für das unglaublich zynische und brutale Agieren der Polizei trägt der rot-rot-grüne Senat. Wir fragen die Partei Die Linke und die Grünen: Welche Verantwortung übernimmt ihr für die Polizeigewalt und für die Festnahmen? Wir verurteilen die Repression und das skandalöse Vorgehen der Polizei. Solidarität mit allen Betroffenen von Polizeigewalt und Repression. Für die Freilassung aller Festgenommenen sowie das Ende aller Anklagen. Umso wichtiger für die kommenden Monate wird die Diskussion über die Haltung aller linken und migrantischen Organisationen zu den Regierungsparteien wie der Linkspartei oder die Grünen sein.
Die Grünen und die Linkspartei versuchen einerseits, unsere Bewegung zu kooptieren, indem sie Figuren aus der antirassistischen Bewegung in ihren Listen kandidieren lassen. Währenddessen jedoch bauen ihre eigenen Regierungen die Polizei weiter aus, führen tausende Abschiebungen durch, sowie rassistische Polizeirazzien in unsere Viertel. All das sind keine Probleme für diese Parteien, an der Regierung zu sein. Denn für sie ist es wichtiger, diesen kapitalistischen Staat mitzuregieren, anstelle einen konsequenten Kampf im Interesse der Arbeiterinnen und der Migrantinnen zu führen. Die Linkspartei Berlin geht in den Landestagswahlen in Berlin sogar mit einem Programm, das offen einen weiteren Ausbau der Polizei vorsieht. Und dann wollen sie, dass wir für diese Partei stimmen. Unsere Haltung ist klar. Wir lassen uns von den Regierungsparteien nicht kooptieren. Es rettet uns kein Grün-Rot-Rot. Wir brauchen eine Perspektive des Klassenkampfes statt der Regierungsbeteiligung. Wir brauchen unsere eigene Partei. Eine revolutionäre Partei der Arbeiterinnenklasse, die im Bündnis mit unterdrückten Sektoren auf der Straße und in den Betrieben gegen den staatlichen Rassismus und gegen den kapitalistischen Staat kämpft. Ganz Berlin hat die Polizei! Ganz Berlin hat die Polizei! Ganz Berlin hat die Polizei! Im dritten Loch wurde nicht gesagt, was wir gehen sollen. Ich bin damit schon. Und zurück! Die scheiß Polizisten, die unterdrücken das ganze Volk, das geht einfach nicht. Und wir wollen einfach uns dafür einsetzen, dass immer mehr Leute enteignet werden und wir mehr Kohle bekommen und wir endlich wieder Wohnungen haben hier in Berlin. Weil hier in Berlin haben wir keine Wohnungen und die Situation ist einfach scheiße, das können wir vergessen, ja. Ich will einen deutschen Pass, perfekt. Weil sich Ungerechtigkeit auf unterschiedlichen Ebenen durchzieht und dafür kann man ja auch mal auf die Straße gehen. Ich bin hier, weil es super wichtig ist. Super viele Menschen werden im Kapitalismus ausgebeutet. Der Großteil der Bevölkerung tatsächlich, nicht jeder hat das Geld. Nicht jeder hat das Geld, vor allem während Corona, sich eine gute Zeit zu machen. Super viele Menschen arbeiten, sind anfälliger für Corona und auch allgemein. Das System ist super scheiße, muss revolutioniert werden. Die Regierung macht Lockdown seit gefühlt einem Jahr, sind irgendwelche Maßnahmen am Start, während irgendwie die Wirtschaft weiterläuft wie bisher. Alles wird auf uns abgelagert, wir sollen keine Freunde sehen. So. Ich will auch, dass diese Pandemie vorbei ist. Ich verhalte mich so solidarisch wie möglich, aber es geht nicht klar, dass alle Last wie immer weiterhin auf unseren Schultern liegt. Wir waren gestern in Hamburg, wir wollten gestern eine friedliche Kundgebung abhalten und die Bullen haben übelst reingerockt, haben von Anfang an versucht, möglichst viel zu eskalieren und haben uns übelst drangsaliert. Die haben in Hamburg die komplette Demo verboten, was einfach gegen grundsätzliche, jegliche demokratische Freiheiten, die man sich vielleicht einbildet, verspricht. Ich war gestern in Hamburg auf die Klassenfest, da wollen wir auftreten. Und es gab einfach Panzers, Wasserwerfer, Pfefferspray. Die haben alles gemacht, um Leute einzuschüchtern. Und die Demo wurde heute da verboten. Leute dürfen nicht auf die Straße gehen. Wir haben immer noch das Recht, hier irgendwie so auf die Straße zu gehen. Wir müssen das halt benutzen, um zusammen zu kämpfen halt so. Ja. Und wir treten gleich auf mit, ich bin Sora und Tare, wir treten gleich auf und spielen ein paar Songs. Wir sind heute hier, weil wir ein deutliches und starkes Zeichen setzen möchten, dass wir aus dieser scheiß Krise, aus der Pandemiekrise nur solidarisch, unbedingt solidarisch rauskommen wollen. Und dafür ich bin auch hier, weil ich das ganz schlimm finde, dass Menschen trotz Corona kaum geschützt werden und trotz Arbeit, die verärmen, Menschen in Hartz IV werden fast schikaniert, die Kinder haben kaum Chancen. Und es ist eine Schande, dass kaum richtige Lösungen gefunden werden. Die Reichen unsere Krise bezahlen, dafür bin ich hier auf der Straße. Gerade für eine echt geile Connection von alle Kämpfe zusammen und migrantifiziert, elektrifiziert heute. It's a struggle, it's our common struggle that we have to fight and that's why we are here.
in the street.